Und da geht's auch schon weiter. Wir machen natürlich da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und das Erste, was mir auffällt bei den Dörfchen, ist, das nennen wir es mal Ortsschild, ist verkehrt rum. Sollte es nicht zur anderen Seite hin leserlich sein? Willow Creek. Seit ewigen Zeiten heißt dieses Dorf so. Ja, man wird selten irgendwas schnell umbenannt. Sie muss Jahrhunderte alt sein. So, wir wuseln uns hier auf jeden Fall wieder komplett durch. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass das Kaff hier nicht allzu groß ist. Es ist abgeschlossen. Ich weiß nicht, wer dort lebt. Zum Pub. Moment, da angelt doch jemand. Ziemlich runtergekommen, das Dörfchen hier. Alles kaputt. Hallo. Entschuldigung, Oh. darf ich Sie sprechen? Aber sicher, junger Mann. Wie beißen die Fische heute? Heute werde ich einen dicken Fisch angeln. Hoffe ich. Wenn es nur regnen würde. Sie meinen wegen der Fische? Hat schon was angebissen? Gar nichts. Gestern hatte ich mehr Glück. Die Fische sind zu schlau. Sie wollen nicht aus dem Wasser. Nun, das überrascht mich nicht. Vorhin hatte ich einen Riesenfisch am Haken, aber in letzter Sekunde ist er mir entwischt. Ich hatte ihn fast an Land gezogen, aber dann ist mir die Leine gerissen. Die größten und ältesten sind richtig schlau. Sie schwimmen zum Boden in die Pflanzen und warten, bis die Leine reißt. Warum angeln Sie nicht weiter draußen? Mein altes Boot ist leck. Außerdem mag ich lieber so angeln. Viel Glück, ich muss jetzt gehen. Danke. Hoffentlich fängt es bald an zu regnen. Oh, hat er echt viel Info gebracht? Hallöchen, Three King. Wie oft habe ich diesen Schriftzug wohl gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Die Tageskarte. Sahnegeschnetzeltes vom Reh. Wildschweinschulter nach Wildhüterart. Harrys Frau war schon immer eine gute Köchin. Vielleicht esse ich später etwas. Noch habe ich keinen Hunger. Leer. Viel zu viel Wild für meinen Geschmack. Ich mag kein Wild. Dreckiges Wasser steht bis zum Rand. Vielleicht benutzt es Harry, um Regenwasser aufzufangen. Es müsste mal ausgeleert werden. Saubere Tücher aus der Küche, vermutlich. Bloß Wäsche. Ja, da geht's dann weiter. Mal Fässer. Autsch. Die Deckel sind alle fest verschlossen. Sie sind auf jeden Fall noch voller Bier. Oh. Der schwarze Bison. Harrys eigene Produktion. Der schwarze Bison. Klingt sehr britisch. Cover. Hallo, wie heißt du? Sag ich nicht. Ich darf nicht mit Fremden reden. Meine Mama hat es mir verboten. Richtig, Verrätst du richtig. mir denn deinen Namen, wenn ich dir meinen sage? Nein, ich kenne dich nicht. Hast du Bonbons dabei? Vielleicht Schokolade? Es ist ein Kind. Na, macht's richtig. Willst du ein Bonbon? Klar, gerne. Sind es Schokobonbons? Ich weiß es nicht genau. Ich heiße Samuel Gordon. Sagst du mir auch, wie du heißt? Ja, warum nicht? Ich heiße Vic. Weißt du, ob es hier irgendeine Neuigkeit gibt? Ich war schon lange nicht mehr hier. Eigentlich nicht. Hier ist nie viel los. Dieses Dorf ist furchtbar langweilig, weißt du? Ich verstehe. Kann ich jetzt wieder spielen gehen? Natürlich. Pass auf die Fenster auf. Ja, keine Sorge. Vic, hast du schon mal den Mann auf diesem Foto gesehen? Zeig her. Nein, ich glaube nicht. An den hätte ich mich bestimmt erinnert. Er sieht ziemlich doof aus. Warum suchst du ihn, Samuel?
Bist du mit ihm verwandt? Pass bloß auf, was du sagst. Hey, war doch nur ein Spaß. Wow. Ach, die Gutsi sind weg. Alles klar. Also hat er sie ihm schon automatisch gegeben. Ja, das ist aber auch nichts, Bubchen. Nach wegen ein paar Süßigkeiten dann doch mit der Sprache rausrücken, ist nicht gut. Ab ins Pub. In den Pub. Hallo. Ein Werbeplakat. Harry sammelt solche alten Plakate. Ja, ich kenne da auch noch so jemanden. Hier gibt's nichts. Das ist der Big Boss. Ist das nicht der Bote? Hallo. 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 Wie lange sitzen Sie schon da? Ein paar Stunden, schätze ich. Warum wollen Sie das wissen? Nichts zu tun, oder was? Das ist nur meine Art, Hallo zu sagen. Oh, okay. Ich sitze seit 2 oder 3 Stunden hier. Ich habe heute nichts zu tun. Warum setzen Sie sich nicht dazu? Nein, danke. Vielleicht ein anderes Mal. Sagen Sie, gibt's irgendwelche Neuigkeiten im Dorf? Hier? Nein. Ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es hier Neuigkeiten gegeben hat. In Willow Creek ändert sich nie etwas. Auf dem Weg hierher sah ich einen Angler. Kennen Sie ihn? Der alte Jim. Natürlich kenne ich ihn. Er ist mein Onkel, mütterlicherseits. Sitzt er immer da mit der Angelrute? Er scheint den ganzen Tag da zu sitzen. Oh ja. Er ist der geduldigste Mensch, den ich kenne. Er sitzt stundenlang auf diesem Steg. Ich würde es nicht eine Stunde aushalten. Aber im Pub hältst du es aus, hm? So, Big Boss, erzähl mal. Pappbesitzer wissen immer über alles. Guten Morgen. Der typische Tratsch. Hallo, Sir. Ich war schon lange nicht mehr hier. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Tja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber eigentlich gibt es nicht viel Neues. Moment mal, Sie kommen mir bekannt vor. Kenne ich Sie vielleicht vom Weihnachtsfest? Nein, ich glaube nicht. Aber ich kenne Sie. Ich kann mir Gesichter nämlich gut merken, wissen Sie? Oder vielleicht vom Erntedankfest? War es da? Hören Sie, ich... Ja, ja, ich weiß. Wahrscheinlich haben Sie noch eine Zeche bei mir offen und wollen nicht, dass ich Sie erkenne, was? Ich habe keine Schulden bei Ihnen, Harry. Sagten Sie Harry? Tom, dieser junge Mann hier nennt mich Harry, behauptet aber, mich nicht zu kennen. Lassen Sie sich nicht auf den Arm nehmen, Sir. Das versucht er bei jedem Fremden, seit ich denken kann. Ich habe nur... Ist es ein Problem, mir die Schulden zu zahlen? Es wäre keins, wenn diese Schulden nicht erfunden wären. Ach, ausgerechnet du sagst das. Soll ich dir deine Zeche für den letzten Monat zeigen? Schon gut, immer mit der Ruhe. Ich habe diesen jungen Kerl hier nur verteidigt, weil er ein Fremder ist und deine Tricks nicht kennt. Okay, mir reicht's. Noch ein Wort von dir und du bekommst nicht mal mehr ein Wasser auf Pump. Und ich will dir was sagen. Du bekommst nichts mehr von mir, bis du deine ausstehenden Schulden bezahlt hast. Ach komm, Harry, sei doch nicht so. Hören Sie, wenn Sie mich ausreden lassen, sage ich Ihnen, wer ich bin. Klingt gut. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon, der Sohn Randall Gordons vom Schloss Black Mirror. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich habe es versucht, aber ich kam gar nicht zu Wort. Okay. Nun, das ist aber eine nette Überraschung. Ein Gordon ist hier immer willkommen. Also, was darf ich Ihnen anbieten? Heute steht Wildbret auf der Speisekarte, zusammen mit einem kühlen Bier. Nein, danke. Vielleicht später. Ich würde aber gerne ein paar Fragen stellen. Aber sicher. Harry, was gibt's Neues im Dorf? Dinge passieren, aber viel Neues gibt's nicht. Wie soll ich das verstehen? Naja, ich höre eine Menge Tratsch, aber nichts, was der Rede wert wäre. Wissen Sie, hier kennt jeder jeden, also gibt es nichts Interessantes. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Ja, wenn, dann sage ich Ihnen Bescheid. Harry, bis wann haben Sie geöffnet? Tja, kommt drauf an. Normalerweise bis ziemlich spät am Abend.
Sehen Sie, ich schlafe nicht viel und wenn ich nicht beschäftigt bin, langweile ich mich schnell. Aber am späten Abend ist hier nicht viel los, oder? Für gewöhnlich spiele ich Karten mit Tom hier. Oder ich spiele Schach gegen mich selbst. Oh, Sie spielen Schach? Ich würde sagen, ich habe durch diese langen Abende gelernt, gut zu spielen. Dann sollten wir irgendwann gegeneinander spielen. Gern. Ich erinnere mich, dass William mit mir herkam. Ja, das weiß ich auch noch. Er war ein guter Pokerspieler, wissen Sie. Hatte unglaubliches Glück bei den Karten. Er hat uns oft richtig abgezockt, aber danach alles zurückgegeben. Ja, er war ein netter Kerl. Es war richtig schade, dass er irgendwann nicht mehr gekommen ist. Warum kam er nicht mehr? Wer weiß. Wir haben uns alle gut verstanden, aber seit einem halben Jahr hat er sich nicht einmal blicken lassen. Naja, es ist schon eine Entfernung. Und in seinem Alter... Nee, ich würde nicht sagen, dass das der Grund war. William war ein zäher alter Herr. Aber ich sage Ihnen eines. Ich habe gehört, dass er das Schloss gar nicht mehr verlassen hat und sich nur noch im alten Turm eingeschlossen und in alten Büchern gelesen hat. Wo haben Sie das gehört? Ich bin Wirt, was erwarten Sie? Was haben Sie sonst noch gehört? Nichts. Aber vielleicht weiß Mark etwas. Er hat früher in den Schlossgärten ausgeholfen. Wo finde ich ihn? Normalerweise wäre er bis jetzt gekommen, also schaut er heute wahrscheinlich nicht mehr rein. Macht nichts. Ich frage ihn ein anderes Mal. Als ob William etwas zu verheimlichen gehabt hätte. Ich muss mehr erfahren über die letzten Monate seines Lebens. Dieser Mark ist der Bote, der die ganzen Botengänge für den Dr. Herman macht. Nicht der. Der hockt einfach immer nur hier. Genau, so war das. Gut, dann schauen wir jetzt mal nach dem Geschäft. Das müsste ja dann hier über die Brücke sein. Oh, warte mal. KDM, Spediteur. Er wird wahrscheinlich benutzt, um Bierfässer zu transportieren. Im 20. Jahrhundert. Okay. Ende des 20. Jahrhunderts, sagen wir es mal so. Zehn vor zwei. Die Uhr geht falsch. Wahrscheinlich funktioniert sie überhaupt nicht. Sie ist defekt. Okay, also kann ich mich daran auch nicht orientieren, wie viel Uhr wir haben. Der alte Fischmarkt. Ich erinnere mich, als der alte Mr. Fenton starb, war niemand mehr da, der den Fischmarkt übernehmen wollte. Ich weiß nicht, was jetzt da ist. Und es interessiert mich auch nicht. Privathaus. Privathaus, erstmal rein. Es macht niemand auf. Geht echt nix? Die Tür ist abgeschlossen. Vielleicht ist niemand zu Hause. Okay, jetzt ist das Rote weg. Schade, schade, Schokolade. Stechkorn. Oh, ja. Das gehört wahrscheinlich dem Angler, mit dem ich mich unterhalten habe. Willow Creek verlassen. Okay. Verschiedene Kleinigkeiten. Porzellanfiguren, Golduhren, Broschen. Hauptsächlich wertloser Plunder. Hier ist nichts von Interesse. Okay. Murray kauft und verkauft alles, was Gewinn bringt. Die Tür ist abgeschlossen. Sein Ernst? Auf dem Schild steht: Bin gleich zurück, Murray. Aber wer weiß, ob das nicht schon seit einer Woche da hängt? Wollte ich gerade sagen. Meine Karte machen wir da Blödsinn? Ist ja nicht schon spät genug? Weg! Hast du Murray heute gesehen? Sein Geschäft ist geschlossen. Was kümmert mich sein Geschäft? Wieso? Hast du Schwierigkeiten mit ihm? Naja, der alte Mann mag es nicht, wenn ich vor seinem Laden rumhänge. Oder besser gesagt, wenn ich vor seinem Schaufenster rumhänge. Keine Ahnung, was er dagegen hat.
Tja, ich glaube, ich weiß es schon. Oh, ich habe gesehen, wie er heute Morgen wegging. Hast du eine Ahnung, wann er zurückkommt? So wie der angezogen war, wollte er in die Stadt. Also kommt er wahrscheinlich vor morgen nicht zurück. Toll. Verdammt! Was war das? Genau das. Was ist das hier? Ein Ball? Vic, ich weiß, dass du das warst und ich weiß, dass du mich hören kannst. Warte nur, bis ich dich erwische. Ich hau dich windelweich. Verdammt, jetzt muss ich dieses Durcheinander aufräumen. Ich vermute, dass Vic sich hier eine Weile nicht mehr blicken lässt. Ach ja, Kinder. Haben Sie sich's anders überlegt mit dem Essen? Meine Mary kann wunderbar kochen, das kann Ihnen jeder hier bezeugen. Ich glaube Ihnen, ich habe nur im Moment keinen Hunger. Ich würde Ihnen aber gerne ein paar Fragen stellen. Okay, schießen Sie los. Ich schieß mal. Ich habe ein geschlossenes Leihhaus gefunden. Hat es je auf? Aber sicher, der alte Murray würde seinen Laden nie ohne Grund zumachen. Wahrscheinlich musste er dringend etwas erledigen. Eine Privatangelegenheit vermutlich. Sie mögen ihn nicht besonders. Ihn mag niemand besonders. Jeder weiß, dass er ein alter Halsabschneider ist. Das Einzige, was ihn interessiert, außer seinem alten Trödelladen, ist, Leute über den Tisch zu ziehen. Aber was kann man schon von einem alten Geizhals erwarten? Was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie nur etwas fragen. Na gut. Seit wann schulden Sie Harry Geld? Das ist meine Sache, nicht Ihre. Oder wollen Sie es vielleicht für mich bezahlen? Soll ich? Naja, ich habe Ihr Gespräch über den alten Sir William mitgekriegt. Wissen Sie etwas, was für mich von Interesse sein könnte? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mein Gedächtnis lässt nach. Es ist wahrscheinlich der Durst, wissen Sie? Oh, ich verstehe. Ich weiß, worauf er hinaus will. Ich bezahle seine Schulden, dann frage ich ihn nochmal. Toll. Was darf sein, Sir? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Sicher, fragen Sie schon. Eigentlich ist es keine Frage. Wollen Sie es sich mit Toms Schulden nicht anders überlegen? Es ist teilweise meine Schuld, wissen Sie? Das würde ich gerne, aber dann würde er sie nächsten Monat auch nicht bezahlen. Wie heißt es so schön? Wer die Zeche nicht zahlen kann, soll auch nicht trinken. Tja, da ist was Wahres dran. Ich habe beschlossen, Toms Schulden zu zahlen. Aber warum wollen Sie das machen, Mr. Gordon? Ich will einfach. Können Sie mir die Summe sagen? Okay, wie Sie wollen. Macht 17 Pfund. In Ordnung. Hier. Tja, ich habe keine Ahnung, was Tom Ihnen versprochen hat. Aber Sie sollten ihm lieber nicht glauben. Das geht Sie nichts an. Also, wie sieht seine Zeche jetzt aus? Alles bezahlt. Gut. Oh, Sie sind's schon wieder. Ich habe getan, worum Sie gebeten haben. Jetzt sind Sie dran. In Ordnung, ich habe Sie gehört. Ich schätze, Sie haben mir geholfen. Also, was wissen Sie über William? Ich sage Ihnen, was ich gehört habe. Nicht mehr, nicht weniger. Ich höre. Es heißt, dass Sir William ab und zu nachts die Kirche besucht hat. Ist das alles? Was ist so seltsam daran, dass er in die Kirche ging? An sich nichts. Wenn es nicht immer nach Mitternacht gewesen wäre. Oh, das ist tatsächlich seltsam. Fragen Sie nur den Totengräber oder den Pfarrer. Sie haben ihn beide gesehen. Aber erwähnen Sie mich nicht, wenn Sie sie aufsuchen. Die müssen nicht erfahren, dass ich es Ihnen erzählt habe. Aha, danke. Ich muss mit Mark sprechen. Sie kennen einander wahrscheinlich. Ja, wir kennen einander schon seit Jahren, aber er ist heute nicht da. Wissen Sie, wo er arbeitet? Ich möchte ihn gerne besuchen. Mark arbeitet nur, wenn es sein muss. Er hat keinen festen Job. Aber versuchen Sie es beim alten Murray oder bei Dr. Herman. Er arbeitet gelegentlich für beide.
Wie geht's denn so? Kann nicht klagen. Setzen Sie sich doch dazu. Ich habe im Augenblick keine Zeit. Vielleicht ein anderes Mal. Kein Problem. Ich bin's gewohnt, allein zu trinken. Gut, das heißt, ab in die Kirche von Wormhill. Die Pfarrkirche von Wormhill. Der Haupteingang ist geschlossen. Er wird nur sonntags geöffnet. Ich muss den Seiteneingang benutzen. Ich höre rechts den Totengräber. Man hört die Schaufel. Kopfhörer sei Dank. Kannst du mal ein bisschen schneller laufen, bitte? Die Kirche ist abgeschlossen. Die Kirche ist abgeschlossen. Also ist der Herr Pater wahrscheinlich gar nicht da. Guten Tag. Haben Sie Zeit für ein kurzes Gespräch? Ich habe es nie eilig. Im Gegensatz zu allen anderen hier. Ich bin an der Geschichte dieser Kirche und dieses Friedhofes interessiert. Ich glaube, Sie sind der richtige Ansprechpartner. Vielleicht. Ich arbeite seit vielen Jahren für Pater Frederick. Ich kenne alle Namen auf den Gräbern. Was wollen Sie wissen? Sagen Sie, wie alt ist diese Gemeinde? Niemand weiß das Alter genau. Aber Friedhof und Kirche sind viel älter als alles andere hier. Vor langer Zeit hat man hier Ketzer beerdigt. Es heißt, dass es unter dem Friedhof ein Tunnelsystem gibt, wo die Seelen der Unschuldigen umherwandern und nach einem Ausgang suchen. Wissen Sie, in den Jahren hier habe ich eine Menge gesehen, aber... Zum Beispiel? Tja, es ist lange her, aber vor einigen Jahren hörte ich etwas wie die Stimme eines Kindes in der Entfernung. Es hat gestöhnt und Verse gesungen. Zuerst dachte ich, es wäre nur Einbildung. Aber dann konnte ich meine Neugierde nicht zähmen. Da bin ich nach draußen gegangen und habe es gesucht. Ich bin der Stimme gefolgt. Aber je näher ich kam, desto leiser wurde die Stimme. Vielleicht war es nur ein Kind, das in der Nähe gespielt hat. Um 2 Uhr früh? Das glaube ich nicht. Außerdem, sehen Sie sich um. Hier sind überall Gräber. Aber das ist lange her. Ich habe keine Ahnung, was es war und ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nicht mal, warum ich Ihnen das erzählt habe. Ja. Haben Sie die Stimme je wieder gehört? Oder etwas Ähnliches? Ich habe Ihnen schon genug gesagt. Erzählen Sie niemanden davon. Ich möchte nicht wie ein alter Narr dastehen. Okay. Sie haben gesagt, Sie kennen Pater Frederick seit vielen Jahren. Was können Sie mir über ihn erzählen? Pater Frederick ist der gütigste Mann, den ich kenne. Er hat mich als Waise aufgenommen und wie einen Sohn aufgezogen. Dafür werde ich ihm bis ans Ende meines Lebens dankbar sein. Und ich werde hier sein, um ihm zu helfen, solange ich kann. Aber wenn Sie mit ihm reden wollen, werden Sie warten müssen, bis er vom Besuch in der nächsten Grafschaft zurückkommt. Ich verstehe. Danke. Sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich? Ich? Ich bin für alle nur der Totengräber. Pater Fredericks Totengräber. Und es macht mir nichts aus. Sie sind ein Gordon, richtig? Ja, Samuel Gordon. Also sind Sie der Enkel von dem alten Mr. William? Ja. Ich habe Sie beim Begräbnis gesehen. Natürlich. Kannten Sie William? Nein, nicht persönlich. Aber ich habe ihn ab und zu gesehen. Er hat manchmal die Kirche besucht. Wie oft? Nicht so oft, aber wenn er kam, hatte er es immer eilig. Als ob er wüsste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Hat er je mit Ihnen gesprochen? Nein. Wie gesagt, ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber er hat mit Pater Frederick gesprochen, nicht wahr? Da müssen Sie den Pater selbst fragen. Das mache ich. Danke. Ich habe gehört, dass Sie manchmal gesehen haben, wie William am späten Abend zur Kirche kam. Stimmt das? Wer hat Ihnen das gesagt? Das ist nicht wichtig. Also, stimmt es? Ich möchte nicht darüber reden. Ich will keinen Ärger.
Was auch immer Sie mir sagen, es bleibt unter uns. So richtig weiß ich nicht, ob ich Ihnen vertrauen kann. Aber da Sie ein Gordon sind, sage ich Ihnen, was ich gesehen habe. Alle, die den alten Sir William kannten, hielten ihn für einen Spinner. Bitte, das soll keine Kränkung sein. Und später, als er niemanden mehr sehen wollte, ging es mit dem Tratsch so richtig los. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie das, was ich Ihnen als nächstes erzähle, nicht für eine Erfindung halten. Reden Sie weiter. Das erste Mal habe ich ihn hier vor 6 Monaten gesehen. Ich saß in meiner Hütte, wollte gerade ins Bett. Da habe ich ein Licht gesehen. Jemand ging auf die Kirche zu. In den 20 Jahren, die ich hier arbeite, ist niemand so spät am Abend gekommen. Also ging ich nach draußen, um zu sehen, was los war. Ich sah, wie jemand in einen dunklen Mantel gehüllt zwischen den Gräbern auf und ab ging. Er ging tief gebeugt. Er suchte etwas. War es William? In dem Moment hatte ich keine Ahnung, wer es war. In der Dunkelheit konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Er war ungefähr 20 Minuten lang hier, lief herum und murmelte vor sich hin. Was hat er gesagt? Tja, ich habe ihn aus der Ferne beobachtet. Es war nicht zu hören. Und was passierte dann? Die Kirchentür öffnete sich und er ging gleich darauf zu. Ich bin ihm vorsichtig gefolgt. Pater Frederick stand in der Tür. Es kam mir so vor, als hätte er diese Person erwartet. Erst dann erkannte ich, dass es Sir William war. Ich war jetzt nahe genug, um seine Stimme zu hören. Er und der Pater führten ein langes Gespräch. Und dabei fuchtelte Sir William wild mit den Händen herum. Schließlich gingen sie hinein. Das war alles, was ich gesehen habe. Wissen Sie sonst noch etwas? Ich stecke meine Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten. Na gut, danke, dass Sie mir das erzählt haben. Ich habe es Ihnen nur gesagt, weil Sie Sir Williams Enkel sind. Jetzt gehen Sie bitte. Ich muss meine Arbeit hier zu Ende machen. Warum hat William sich mitten in der Nacht mit Pater Frederick getroffen? Darf ich mich in der Kirche umsehen? Sie müssen warten, bis Pater Frederick wieder da ist. Bis dahin bleibt die Kirche abgeschlossen. Aber Sie könnten sie doch aufschließen, oder? Spielt keine Rolle. Sie bleibt abgeschlossen, wie Pater Frederick es angewiesen hat. Okay, also ist auf jeden Fall ein vernünftiger Kollege. Vor allen Dingen sehr loyal dem Pfarrer gegenüber. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber ich glaube, hier hinten geht's auch irgendwie weiter. Naja, im Moment besteht es ja jetzt alles nur aus Gespräche führen und Informationsbeschaffungen, bis man überhaupt dem allen, beziehungsweise dem Ganzen hier ein bisschen auf den Grund geht. Jo. Die in den Stein eingemeißelten Namen sind nicht mehr lesbar. Naja, wenn es auch schon so mega alt ist. Seine Äste breiten sich traurig über die Gräber aus. Hier ist nichts mehr. Oh. Eine Familiengruft. Ich weiß nicht einmal, wer darin begraben ist. Das Grab von Jeremy Gordon. Ich hatte recht, spielt in den 80ern. William wird auf ewig in diesem kalten Grab ruhen. Ich werde die Wahrheit aufdecken. Und wenn ich dafür durch die Hölle muss. Du solltest vielleicht nicht so laut sowas sagen, ne? Gut, hier geht's nicht weiter. Pfarrer ist auch nicht da. Was mache ich denn jetzt? Achso. Ich kann jetzt nicht gehen. Ja, wo soll ich denn sonst hin?
Gehen wir schon mal zum Totengräber. Ich kann ja nicht zur Kirche rein. Was soll ich denn hier jetzt gerade noch wollen? Darf ich Sie stören? Nur kurz, ich habe viel zu tun. Ist Pater Frederick inzwischen zurückgekehrt? Nein, ist er nicht. Es ist eine lange Fahrt von Winshire hierher. Vor morgen kommt er nicht wieder. Morgen? Ich würde gerne... Sie würden gerne in die Kirche. Aber ich habe schon gesagt, das geht nicht. Jetzt gehen Sie. Das hier muss sich vor Einbruch der Dunkelheit erledigen. Es ist 7 Uhr. Ich sollte zum Haupttor zurückkehren. Wenn Herman sein Wort hält, wartet sein Helfer dort auf mich. Sehr schön. Ach, da ist ja dieser Mark. Sie sind Dr. Hermans Aushilfe, stimmt's? Ich bin nicht Dr. Hermans Aushilfe. Ich arbeite nur ab und zu für ihn. Sie sind Samuel Gordon, oder? Ich muss etwas abliefern. Ja, geben Sie es bitte mir. Ja, warum nicht? Mir ist es sowieso egal, wer Sie sind. Ich soll dieses Paket dem geben, der um 7 an diesem Tor steht. Damit ist mein Job erledigt. Nehmen Sie das, dann kann ich gehen. Warten Sie einen Moment. Sind Sie Mark? Ja, das bin ich. Warum? Harry hat gesagt, dass Sie in unserem Garten gearbeitet haben. Gelegentlich, ja. Na und? Ich habe eine Frage zu William Gordon. Was können Sie mir von ihm erzählen? Nichts. Ich kannte ihn kaum. Ich habe nur im Garten gearbeitet. Ich habe es eilig. Wollen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Gut, dann bis dann. Wiedersehen. Dann bis dann. Hoffentlich finde ich das, wonach ich suche. Darin sind nur eine Uhr und ein paar Habseligkeiten. Taschenuhr? Ich mache sie auf. Hier hat William irgendetwas angemerkt. Für meinen vergesslichen Kopf. Der Weg zum Schlüssel beginnt in der Bibliothek, bei meinem Schreibtisch, versteckt unter dem blauen Vorhang der ungeschriebenen Worte. Alles klar, jetzt kommt dieses Planetenrätsel. Weil jetzt geht's ab zum Geheimfach. Der blaue Vorhang der ungeschriebenen Worte ist das Tintenfass oder Tintenfässchen. Das da. Unter dem Tintenfass ist ein Knopf. Ich versuche, ihn zu drücken. Da ist eine Art Schachtel. Die nehme ich. Aus Hartholz gefertigte Modelle der Planeten unseres Sonnensystems. Uiuiui, da steht wenigstens dabei, was für Planeten das sind. Oder aus Hartholz gefertigte Modelle der Planeten unseres Sonnensystems. Da muss ich die. Ach, die muss ich hier draufsetzen, glaube ich.
Ja. Es steht natürlich nicht dabei. Ach du heilige Scheiße. Okay, also fangen wir mal ganz klein an. Die Venus und der Merkur sind am nächsten dran. Ich gehe jetzt einfach. Oder ist das? So, dann kommt die Erde. Direkt nach der Erde kommt der Mars. Ich gehe mal davon aus, dass das hier der ist. Der größte ist der Jupiter. Der müsste dann danach folgen. Ach Gott, hätte ich da mal im Unterricht besser aufgepasst. Keine Ahnung, kommt der Saturn danach? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. So, aber zu der Zeit, als das Spiel gemacht wurde, galt der Jupiter auch noch als Planet. Mittlerweile wird es ja als Mond bezeichnet, deswegen weiß ich, dass der schon mal ganz nach hinten gehört, weil es auch der kleinste ist. Ich habe keine Ahnung, ich gucke jetzt einfach, ob das so passt, ansonsten muss ich ein bisschen hin und her schieben. Mensch. Das war's. Gigachat. Wupp, wupp. Das muss Williams Schlüssel sein. Wunderprächtig. Ab zum Turm. Weiter, 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 da. Ups, ich hab mich verklickt, Entschuldigung. Oh oh. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ich habe Williams Schlüssel auf der anderen Seite der Tür stecken lassen. Offenbar klemmt das Schloss. Super, du Loser. Oh. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Okay, wir kommen gleich nochmal dazu. Oh, so ein alter Sekretär, so einen hatte meine Oma auch. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Ja, ich auch, im Menü. Da ist... Viele Schriftrollen und Papiere, aber nichts in Williams Handschrift. Irgendwo muss er doch seine wichtigen Notizen gemacht haben. Vor allen Dingen, er hat ja, das hat man direkt zu Beginn in der Cutscene gesehen, dass er an Samuel einen Brief geschrieben hatte. Ich meine, der muss doch dann hier irgendwo rumliegen, oder? Oder nicht? Ach, jetzt kann ich in die Schublade. Alter, du stehst im Weg. Dieser Titel ergibt keinen Sinn. Das muss ich mir näher ansehen. Was denn? Sonst nix? Naja, sonst nix. Wieso, was ist denn? Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört.
Okay. In dem Buch ist ein kleiner Schlüssel. Einige Seiten wurden ausgeschnitten, um einen Schlüssel zu verstecken. Den stecke ich ein. Vielleicht von der Truhe? Nichts. Okay, alles klar. Mehrere mit Notizen beschriebene Schriftrollen. Sie enthalten nichts Nützliches. Der schwarze Turm fehlt. Der Deckel ist abgeschlossen. Ah. Fühlt sich kalt an. Alte Karten, ein Globus und ein Sextant. Wofür hat William das alles gebraucht? Gute Frage. Oh, sonst ist hier nichts. Die schwarze Kugel. Sie fühlt sich merkwürdig an. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Kann ich den nicht irgendwie aufhebeln? Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Und soll ich vielleicht auch mal wieder in die Küche zurückbringen? Eine goldene Taschenuhr. Wunderschöne Handarbeit. Ist da Papierfetzen? Puh, ich hab keine Ahnung, was ich jetzt noch machen kann. Was hat's denn mit dieser Schublade noch auf sich? Aber hier ist echt gar nichts mehr. Wo kann ich denn die überhaupt noch anklicken dann? Astrologische Karten. William war von den Sternen und dem Weltall fasziniert. Ich glaube aber nicht, dass sie mir weiterhelfen werden. Das Schloss klemmt. Kann ich mit der Kugel dagegen hauen? Nee, offenbar nicht. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Das ist jetzt halt eben echt belastend. Kann ich das hier irgendwie durch? Nee, das geht nicht. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Das gibt's doch nicht. Und rechts geht's auch nicht. Ich habe gerade keine Ahnung tatsächlich. Und wenn ich irgendwie das Papier drunter durchschiebe, das geht auch nicht. Und den Schlüssel dann von der Innenseite aus rausdrücken. Jo. Aber hier ist auch noch. Warum leuchtet die jetzt noch auf? Was soll ich denn da noch machen können? Hier ist nichts. Ist hier ein Bug oder so?
kann ich denn hier noch machen? Hat das Ding irgendwas damit zu tun? Nee, hat's nicht. Was ist denn noch mit dieser blöden Schublade hier? Hier ist nichts. Und mit Rechtsklick. An der Unterseite der Schublade klebt ein Buch. Das Tagebuch von William Gordon. Williams Tagebuch. Ausgezeichnet. Phänomenal. Vielleicht erfahre ich jetzt endlich, was in jener Nacht geschah. 21. März. Ich bin alt. Ich bin alt. Ich weiß, dass meine Tage gezählt sind. Und darum möchte ich meinem Leben einen Sinn geben, bevor ich diese Welt verlasse. Ich habe meine letzten Jahre der Suche nach der Wahrheit über meine Familie und das Blut, das in meinen Adern fließt, gewidmet. Vielleicht liegt es an den Schuldgefühlen, die ich in meinem Herzen trage. Ob des Schicksals meines lieben James. Ein Schicksal, das ich aus Mangel an Mut nicht zu ändern vermochte. Nach vielen Jahren des Studiums der alten Chroniken weiß ich endlich, was das Ziel meiner Suche ist. Ich darf keine Zeit verlieren. 23. März. Aus den Schlosschroniken und den alten Aufzeichnungen in der Bibliothek habe ich so manches Vergessene entdeckt und viel Neues erfahren. Ich habe erfahren, dass James nicht der Einzige war, der den Verstand verloren hat. Über die Jahrhunderte wurden einige meiner Vorfahren vom gleichen Leiden heimgesucht, das James jetzt befallen hat. Wie es scheint, gibt es immer wieder gewisse Parallelen, als wäre ein perverser Zweck dahinter. Ich habe unseren Stammbaum zurückverfolgt und erfahren, dass jeder einzelne dieser armen Teufel in der gleichen Woche geboren wurde, und zwar alle 200 Jahre. Könnte dieser Wahnsinn eine Art Strafe sein? Die Strafe für ein Verbrechen, so schrecklich, dass es auch nach 700 Jahren noch nicht verbüßt ist? Mir jagt diese Vorstellung Angst und Schrecken ein. Sie verfolgt mich jetzt Tag und Nacht. 5. April. Ich spüre, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Endlich holt mich mein Alter ein. Laut den Chroniken führt der Weg zur Wahrheitsfindung über 5 symbolische Schlüssel. Ihren Zweck kenne ich nicht genau. Aber wenn sie mich zur Wahrheit führen, muss ich sie finden. Ich habe beschlossen, zunächst die zu suchen, die im Laufe der Jahre weit weg von meinem Schloss getragen wurden. Vor vielen Jahrhunderten wurden die Schlüssel in die Obhut verschiedener männlicher Mitglieder unserer Familie gegeben, um zu verhindern, dass sie gemeinsam benutzt werden. Zum Glück besitze ich einen, und James' Schlüssel zu bekommen dürfte nicht allzu schwer fallen. Wenn ich das früher gewusst hätte, was ich heute erfahren habe, hätte ich ihn ihm nicht gegeben. Laut unserer Aufzeichnung ist der nächste Schlüssel in Markus' Händen. Der 4. Schlüssel ging an Dirkham Gordon, der ursprüngliche Herr des abgelegenen Schlosses in Wales. Eines steht fest. Ich muss bald nach Wales aufbrechen. Ich weiß immer noch nicht, wo sich der 5. Schlüssel befindet. Sein Ursprung ist im Nebel der Vergangenheit verborgen. Wenn ich die anderen bekommen habe, muss ich auch diesen letzten suchen. 15. April. Ich bin aus Wales zurückgekehrt. Meine Suche verlief ohne Erfolg. Es war nicht leicht, in die Familiengruft zu gelangen. Leider gelang es mir nicht, das nächste Fragment der Wahrheit zu finden, und ich musste mit leeren Händen wieder heimkehren. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Ich werde mich auf die Schlüssel konzentrieren, die James und Markus besitzen. Sie zu bekommen dürfte nicht schwer sein. 21. April. Was meinen Vorfahren in der Vergangenheit widerfahren ist, kann ich nicht mehr ändern, aber ich hoffe, zukünftige Ereignisse beeinflussen zu können.
Der Fluch, der auf unserer Familie lastet, hat seinen Ursprung in grauer Vorzeit. Er muss aus einer Zeit stammen, die so weit zurückliegt wie die von Markus und Mordred, den ersten Gordons. Ich habe beschlossen, an dem Ort, an dem Markus ruht, nach Antworten zu suchen. Ich weiß, dass sein Grab im Dunkel unter der Gemeindekirche verborgen ist. Der Eingang ist lange in Vergessenheit geraten und niemand weiß, wo er liegt. Ich mache mich heute Abend auf den Weg zum Pfarrhaus. 26. April. Was auch immer unter Wormhill begraben liegt, es ist nicht leicht zu erreichen. Erst nach mehreren Tagen entdeckte ich einen eigenartigen Sockel im Glockenturm mit zahlreichen winzigen, sorgfältig bearbeiteten Steinen. Der ganze Sockel ist ein raffiniertes, mechanisches Schloss. Er öffnet zweifellos den Weg in die unterirdische Welt unter der Kirche. Ich habe versucht, die Positionen der gegenüberliegenden Steine zu ändern. Aber es gelang mir nicht, mich voll zu konzentrieren. Ich war zu müde, um den Mechanismus richtig einzustellen. Bevor ich heimkehrte, fertigte ich eine Skizze des Mechanismus an und legte die Steine an ihre ursprünglichen Plätze zurück. Morgen will ich so früh wie möglich nach Wormhill aufbrechen. 27. April. Heute war das Glück auf meiner Seite. Ich habe den Gang geöffnet, der zu Markus' Grab führt. Ich bin mit Sicherheit der Erste seit Jahrhunderten, dem dies gelungen ist. Meine Überraschung war groß, als ich in das Grab hinunterstieg. Von Markus' Leiche war keine Spur zu finden. Seine Überreste müssen irgendwo versteckt sein. Ich habe die Hoffnung, dass die Antwort in den vier Büchern in der Mitte des Grabes zu finden ist. Möge Weisheit dir den Weg weisen, steht in Stein gemeißelt. Im Tode wie im Leben wird Markus von Weisheit geschützt. Ich bin fast sicher, dass das erste Lösungswort Atem lautet. Ich habe in der Dunkelheit versucht, den Text aus den Büchern niederzuschreiben, aber es war leichter, ihn mir einzuprägen. Ich habe auch einen außerordentlichen, höchstwahrscheinlich zeremoniellen Gegenstand in der Form einer vollkommenen Kugel gefunden. Als ich sie berührte, war mir, als würde ich den Atem der Jahrhunderte spüren. Ein seltsames Gefühl. 7. Mai. Vor dieser Nacht habe ich Angst. Ich habe 2 Tage lang nicht geschlafen. Und ich höre Stimmen. Ja, menschliche Stimmen. Dutzende davon. Ihr Geflüster in meinen Ohren ist wie das Rauschen eines schrecklichen Meeres. Was geschieht mit mir? Werde ich auch wahnsinnig? Nein, das will ich nicht glauben. Ich bin so kurz davor, die Wahrheit zu finden. So, und damit wissen wir das Ziel der ganzen Aktion hier. Wir werden nämlich Williams Werk zu Ende führen, indem wir diese Schlüssel, Moment, wo war er? Die hier. 5 Stück gibt's davon und die müssen wir alle zusammentragen. Aber dazu müssen wir erstmal hier raus. Ach nee, geht gar nicht. Schade. Ja, ich habe das Tagebuch gefunden, aber ich hänge immer noch hier drinne fest. Scheißendreck. Das kann doch nicht sein, ich muss doch irgendwo was sein. Hier muss doch noch irgendwo was sein. Oder bin ich einfach zu müde, um das Offensichtliche nicht zu sehen? Aber ich würde das hier jetzt gerne noch zu Ende bringen. Hätte sein können.
Sie fühlt sich merkwürdig an. Können wir die wieder zurücklegen? Irgendwas kaputt hauen? Ich will da jetzt raus, Mann. Das Schloss klemmt. Hier muss. Wie kriegt man diese verfluchte Truhe auf? Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Ich hab keinen Plan. Ja, Musiker auf. Ich weiß selber, dass ich hier festhänge. Rechtsklick ist auch nichts. Beim Sekretär ist auch nicht mit Rechtsklick. Bei der Schublade jetzt auch nicht mehr. Hier auch nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Irgendwas verbinden. Was kann ich? Hier unten ist aber nichts. Was auch immer das ist, es scheint unvollständig zu sein. Ja, ich weiß, dass da was fehlt. Und das ist ja im Pfandhaus. Aber da kommen wir jetzt aktuell auch noch nicht dran. Jetzt funktioniert es. Eine goldene Taschenuhr. Wunderschöne Handarbeit. Ich habe keine Ahnung. Da standen jetzt aber auch keine Hinweise. Wie zur Hölle komme ich hier jetzt wieder raus? Und vor allen Dingen, ich will wissen, was in der Truhe hier drin ist. Ich finde es halt schade, dass hier so Hinweise. Normalerweise ist es ja bei den Point-and-Click-Adventures so, wenn man die Leertaste drückt, dass dann ja Punkte auftauchen, keine Ahnung, irgendwelche Hinweise, wo was ist. Oder hier ist legit gar nichts. Lass mich hier raus. Die Tür bewegt sich kein Stück. Das gibt's doch nicht. Bin ich echt so blind? Ernsthaft? Stand das Ding jetzt schon die ganze Zeit da? Ich will nicht drüber reden. Ach ja, moin. Wir haben ein Messer. Ab dafür. Kann ich damit hier das Ding aufmachen? Nee. Aber die Tür offensichtlich. Ich versuche, den Riegel hochzuschieben. Geschafft. Tschü-tschü. Ich glaube, hier werde ich nichts mehr entdecken. Ich fühle mich irgendwie seltsam. Mein Kopf. Aha. Hallo? Sir. Oh. Endlich sind Sie aufgewacht. Langsam haben wir uns Sorgen gemacht, dass Ihnen etwas zugestoßen ist. Was ist dir passiert, Samuel? Ich weiß es nicht. Ich bekam plötzlich höllische Kopfschmerzen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Wie bin ich in mein Zimmer gekommen? Bates fand dich bewusstlos auf dem Dachboden. Ja, ich wollte oben aufräumen. Da habe ich sie auf dem Boden entdeckt. Ich bin zu Sir Robert geeilt und wir haben sie in ihr Bett gelegt, damit sie sich erholen.
Samuel, ich habe dir doch gesagt, dass du dich nach einer so langen Reise ausruhen sollst. Vielleicht hattest du recht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich erinnere mich vage an einen seltsamen Traum, weiß aber nicht, was er bedeuten könnte. Hauptsache, es geht dir jetzt wieder besser. Ja, stimmt. Am besten, du schläfst dich richtig aus. Diesmal werde ich deinen Rat befolgen, Robert. Gut. Dann lassen wir dich jetzt in Ruhe. Wenn es wieder schlimm wird, melde dich. Danke. Ich fühle mich schon etwas besser. Kommen Sie, Bates. Wir lassen Samuel ein wenig schlafen. Ja, Sir. Robert hat recht. Ich sollte mich ausruhen. Morgen ist auch noch ein Tag. Boah, meine Augen. Heute Nacht hatte ich einen furchtbaren Albtraum. Am Morgen wurden meine Gedanken jäh unterbrochen, als es an der Tür klopfte. Sir? Sir, machen Sie auf! Was ist denn, Bates? Machen Sie auf, Sir. Ich muss Ihnen etwas erzählen. Warten Sie, Bates. Ich bin gleich da. Was haben Sie denn? Es ist furchtbar, Sir. Henry, unser Gärtner. Er wurde im Gartenteich gefunden. Beruhigen Sie sich, Bates. Wovon reden Sie? Man fand ihn heute Morgen tot im Gartenteich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe gesehen, wie seine Leiche geborgen wurde. Wie ist es passiert? Ich habe keine Ahnung. Inspektor Collier wird Ihnen das sagen. Er leitet die Ermittlungen und jetzt möchte er mit Ihnen sprechen. Er gab keinem von uns die Gelegenheit, den Schock zu überwinden, nicht einmal Madame. Wo finde ich ihn? Er wartet im Gemeinschaftsraum auf Sie. Wir sollten besser sofort hingehen, Sir. In Ordnung. Gehen wir. Inspektor Collier? Ja, Samuel Gordon nehme ich an. Ich muss mit Ihnen sprechen. Mr. Gordon, wissen Sie, was passiert ist? Ja, Bates hat mir alles erzählt. Gut. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Können wir? Ja. Haben Sie gestern mit Henry Stanton gesprochen? Ja, ich kam erst gestern an, aber ich habe tagsüber mit ihm gesprochen. Oh, Sie kamen gestern an? Ja, für Williams Beisetzung. Verstehe. Worüber haben Sie mit Stanton gesprochen? Ich weiß es nicht genau. Es war eine ganz oberflächliche Konversation. Kannten Sie ihn von früher? Nein, ich kannte nur Mr. Dickens, Henrys Vorgänger. Das war, bevor Sie das Schloss verlassen haben? Ja, vor etwa 12 Jahren. Okay, kommen wir zurück auf Ihre Konversation gestern mit Stanton. Kam er Ihnen irgendwie seltsam vor, nervös oder aufgeregt? Nein, nichts dergleichen. Er benahm sich völlig normal. Sie meinen also, er wirkte normal? Richtig. Vor dieser Befragung habe ich mit Morris, Ihrem Stallburschen, gesprochen. Er sagte mir, dass Stanton gerne einen über den Durst getrunken hat. Ja, das habe ich auch gehört. Madame Victoria hat es auch bestätigt. Was halten Sie davon? Naja, man fand ihn im Gartenteich in den Wasserpflanzen verheddert. Ich weiß noch nicht, wie er dort landete, aber es ist wahrscheinlich, dass er in betrunkenen Zustand hineinfiel. Vielleicht ist er gestolpert, hat das Gleichgewicht verloren und ist ins Wasser gefallen. Möglich. Aber glauben Sie nicht, dass das kalte Wasser ihn geweckt hätte? Nein, genau das Gegenteil. Das Wasser hat seinen Tod herbeigeführt. Er wurde ohnmächtig, fiel in den Teich und das kalte Wasser tat das Übrige. Herzstillstand? Er wäre nicht der erste Trinker, der auf diese Weise ertrunken ist.
Die Ironie ist allerdings, dass es nicht in einem See oder einem Fluss passiert ist, sondern in einem kleinen Gartenteich. Tja, man kann sich seinen Tod nicht aussuchen. Wenn Sie keine Fragen haben, will ich Sie nicht länger aufhalten. Danke. Vorläufig habe ich alles, was ich brauche. Würden Sie mich bitte hinaus begleiten? Aber sicher. Bitte sehr, Inspektor. Ich werde jetzt auf Dr. Hermans Bericht warten und dann den Fall abschließen. Danke für Ihre Zeit, Gordon. Gern geschehen, Inspektor. Wiedersehen. Collier will den Fall abschließen. Jetzt, wo Henry tot ist, muss ich einen Weg finden, um an den zweiten Teil dieses seltsamen Objektes zu kommen. Wow, er ist gerade verstorben und das Erste, was er denkt, ist, wie komme ich an den Fallschein? Bisschen Pietät durch der Gute. So, aber müsste jetzt auch wieder knapp eine Stunde sein, werde ich hier den nächsten Cut setzen. Wir haben Kapitel 2 erreicht. Wir wissen jetzt schon mal das Ziel von all dem, was wir suchen, beziehungsweise was unser Großvater gesucht hat, was wir fortführen wollen. Und das alles ist jetzt gespickt mit noch einer weiteren Leiche. Und so wie sich das anhört, könnte das auch noch zu den ein oder anderen Geheimnissen führen. Dann geht es beim nächsten Mal genau hier weiter.